Och, Mio Tacriane Zovalo, ich war mit Freunden und Verwandten beim Spinterabend. Und da geht es immer so fröhlich zu und ich freue mich schon wieder darauf. Aber jetzt kommen doch gleich Gäste, weil der Neppila-Verein lädt doch immer zum sorbischen Bauerntisch ein. Och, ja, teuer wir noch. Wenn Gäste des ganzen Kirchspiels Hansos Einladung zum Serske Boske Blidor folgen, dann könnte so, wie sich die Menschen hier fröhlich zusammensetzen, ein Spinteabend abgelaufen sein. Es ist nämlich eine willkommene Gelegenheit, sich Neuigkeiten auszutauschen und deshalb ist Nebilas sorbischer Bauerntisch, ähnlich den Spinnstuben, ein Ort für Fröhlichkeit, Musik und fürs Geschichtenerzählen. Und sagte also das Hausgärten. Wer jetzt hier so und so viel hat er vertrunken, laut Notizbuch hier so und so. Also ihr müsst jetzt heraus. Und da haben sich die Jungs nachher aufgemacht und haben den Emel nachher über die Theke gezogen und haben praktisch gefoltert hier, haben immer die Haut verdreht. Und dann, bis er nachher zugegeben hat, dass er vieles dazu gemacht hat. Jedes Mal wird am Boske Blidor ein bestimmtes Thema behandelt, an dem sich die Unterhaltung und die Anekdoten entlang ranken. Viel von dem, wie es früher einmal war, weiß man selbst noch. Etliches aber wissen nur noch die älteren Menschen der Schleiferdörfer. Sie sind dann Ehrengäste am Bauerntisch und erzählen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz. Ob Sitten, Trachten oder Hofnamen, alles wird gewissenhaft notiert und so für die Nachwelt erhalten. Jetzt habe ich mich mal so richtig wohl gefühlt und das war sehr selten.